Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Zaubervideo von mir. Heute geht es nämlich um was ganz Besonderes, nämlich um Geld und Zauberei. Das sind ja wunderbare Sachen und ich lasse jetzt einfach mal euch zeigen, wie wir eine Münze verschwinden lassen können. Ja, und das möchte ich euch jetzt erstmal zeigen und nachher kommt die Erklärung und die Auflösung dieses Zaubertricks. Ich habe hier ein Glas und hier ein Glas mit Wasser. Eigentlich spielt nur dieses Glas hier eine Rolle, das andere dient nur als Wasserbehälter. In diesem Glas liegt eine Münze, sieht man ja hier auch. Am besten wir sehen uns nochmal von oben uns das Ganze an. Also wie man sieht, hier ist eine Münze in diesem Glas und eine 2-Euro-Münze, wenn man genau sein will. Die Rückseite ist nicht präpariert, ich kann da auch rings rumlaufen, mit meinen Händen ein bisschen rumfuchteln. Nun habe ich hier mein Glas mit der Münze und jetzt schütte ich Wasser hinein. Natürlich sind da verschiedene Inhaltsstoffe drin, die da verschieden wirken in meinem Luftgemisch hier und das ist alles Zauberei und deswegen müssen wir da ein Tuch davor heben. So, jetzt kommt das Tuch hervor und ich gieße heimlich oder nein, hinter dem Tuch mein Wasser hinein. So, das Glas ist leer und wir schauen einmal hinter das Tuch. Ja, was ist da? Die Münze ist verschwunden. Die Münze ist wirklich weg. Wir sehen hier am Boden keine Münze und es ist wirklich auch keine da. Es ist kein anderes Glas. Ja, wie geht das? Nun zur Auflösung dieses kleinen Zaubertricks und dieser beruht eigentlich nur auf physikalische Gesetze und etwas Trickserei und Schummlerei und optische Täuschungen. Ja, ich hebe jetzt einfach mal hier mein Glas hoch und was sehen wir da? Ja, die Münze ist unter dem Glas, also fangen wir doch mal von vorne an. Eigentlich liegt alles nur an der Vorbereitung. Wir legen unsere Münze hin und dort das Glas hinauf. Von Weitem sieht es dann so aus, als wäre die Münze in unserem Glas drinne. Die Zuschauer denken nun, wir haben unsere Münze im Glas und jetzt schütten wir dort heimlich, also hinter dem Vorhang, das Wasser hinein. So, und plötzlich ist die Münze verschwunden. Also, jetzt ist unsere Münze weg. Die Zuschauer denken, die Münze ist weg, aber eigentlich ist sie nicht weg. Das Wasser spiegelt nur das Licht, das hineinfällt irgendwie anders. Und die obere Unterschicht hier des Glases ist auch so, dass es irgendwie mit dem Optik hin und her wirft. Aber ich denke, das wollt ihr jetzt gar nicht wissen, wie das funktioniert. Ihr wollt nur wissen, ja, dann wagen wir einfach mal einen Blick auf das Glas hinauf. Was sehen wir hier? Genau, die Münze sieht man noch. Also dieser Trick wirkt nur von der Seite, also wenn man von der Seite hineinschaut. Also lasst eure Zuschauer, eure, die ihr verzaubern wollt, nie von oben reingucken, sonst ist ja der ganze Zaubertrick hinüber. Ich hoffe, euch hat mein kleines Video hier mit dem Wasser gefallen und ich hoffe, wir sehen uns in einem neuen Video und kommentiert und abonniert doch einfach mal diesen Kanal, denn es kommen wirklich tolle Videos über Zaubern, über Mathematik, alles was hilfreich im Leben ist.